Da bin ich wieder gespannt, Tyron. Was sagst du? Der letzte Frauenkampf war auch super. Ja, der war super gewesen. Kann man nicht sagen, ja. Ich kenne die beiden Ladies leider nicht, aber schauen wir mal. Die machen einen guten Eindruck, die beiden. Mhm. Rote Ecke, so wie ich es von hier aus sehe, kann ich nicht so ganz einschätzen. Ist ein Stückchen kleiner. Ja, ist ein bisschen bulliger. Sieht ein bisschen bulliger aus. Bisschen bulliger, ja, ja, auch, ja. Und in der blauen Ecke ist ein bisschen größer. Steht auch schon stabil da. Ich glaube, wartet nur noch auf den Fight. Ich freue mich wieder auf einen Frauenkampf, weil, wie du schon vorhin schon gesagt hast, die kämpfen sauber, diszipliniert. Die stehen den Männern. Und haben echt richtige Kämpferherz. Jetzt kriegen sie doch mal von den Schiri die Anweisung. So. Wir warten auf den Gong und dann gucken wir, wer da kämpft. Der Bessere soll gewinnen. Ja. Lara Wert aus Köln hier angereist, von Rhein Fighters. Roberta Höfner, Team Frankers. Nochmal 54 Kilo, 3 Runden, a 3 Minuten. Ja, die beiden sind ein bisschen stürmiger. Lara, die hat eine sehr, sehr schöne Haltung, gefällt mir. Ruhig, Deckung oben. Abwartend. Beide Frauen gut in Form. Ja, die Roberta ist ein bisschen stürmiger. Die Lara ist ein bisschen ruhiger, die wartet. Aber das habe ich mir auch schon gedacht. Oh, das war ein Schwinger natürlich von der Roberta. Wir kommentieren hier live aus Darmstadt-Griesheim. It's Fight Time Gala. Und von dem Veranstalter gemacht, von Mohamed Gür aus Darmstadt. Roberta setzt auf jeden Fall nach. Hat sie schön gesehen mit dem Pushkick. Auch gut gemacht von Roberta. Ich muss sagen, die zwei, die sind echt, also gefällt mir auch sehr gut. Technisch auch gut? Technisch sehr gut, ja. Das Runde Ende. Bis jetzt von meiner Meinung aus kann ich sagen, so kann ich noch nicht so entscheiden. Nö, kann man noch nicht, muss man warten. Kann man so und so sehen. Da sind einige Fans von Roberta da, die sie anfeuern. Hier ist die rote Ecke von Roberta.
Soeben setzt sich auch hier der Kämpfer von vorhin. Ben Müller an meiner rechten Seite hat sich gerade zu mir gesetzt. Sieht sich den Kampf genauso an wie wir. Hat auch vorhin gewonnen. Nach Punkten in 3 Runden. So, beide sehr, sehr explosiv. Ja, jetzt geht es ein bisschen rund bei den beiden. Ja, sehr schön. Ja, da hat sie ein bisschen was verwechselt mit MMA. Aber alles gut. Ich muss wirklich sagen, also die zwei, die schenken sich echt gar nichts. Sind so mit vollem Blut dabei. Gefällt der Kampf hier sehr, sehr gut. Bis jetzt gab es noch keine irgendwie eine kleine Müdigkeit von den beiden. Ja, die Frauen sind fit. Immer noch explosiv dabei. Das ist jetzt auch die zweite Runde von 3. Oh, ein schöner Treffer. Eine Minute noch, 1:15. Jetzt noch mal angefeuert von ihren Fans. Ja. Zweimal die Backfist. Echt Respekt an beide Frauen, wie sie das hier meistern. Mit voller Kraft. Konzentriert. Ein schöner Pushkick von Lara Wert. Rheinfighters Köln, Lara Wert. Oh, ein schöner Weg gefunden. Lara Wert wieder. Höfler gleich gekontert. Mit einer Antwort. So, die letzten Sekunden laufen. So, Rundenecke. Runde. So, was meinst du denn, mein lieber Kollege? Oh ja, schwer zu sagen. Der? Wie bei dem letzten Fight von den Mädels und so. Kann man so sehen? Ich will mich da nicht festlegen. Aber ja, gefallen mir alle beide sehr, ja, sehr gut. Ja, mir auch sehr, 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 sehr stark von beiden Seiten. Sehr gut. Respekt nochmal an beiden Frauen. Auf jeden Fall konditionelle Schwächen auch alle beide nicht. Gefällt mir auch sehr, ja, sehr gut. Konditionen haben die auf jeden Fall. Ja. Das war bei manchen Männern anders. Dann, ne? Genau, so sieht es aus. Da haben sie schon nach der ersten Runde schon geschnauft. Wie ein Ochse, sagen wir es mal so. So, die letzte Runde für die zwei Frauen. Jetzt geht's los, 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 los. Naja, wird wieder verwechselt mit MMA. Das kann passieren. Vielleicht kommt es auch aus dem, ja, MMA. Wir wissen ja nicht viel. Beide. Wir wissen ja nicht viel. Die nehmen das alles mit Humor auf. Genau. Das war natürlich sehr gut bedacht von ihr, erlaubt, ja, von der Höfner. Sehr gut von der Roberta.
Oh, schöne Serie. Eine schöne Serie. Von der Lara Wert. Blauen Ecke. Rheinfighters Köln. Oh. Aber natürlich, Lara lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ladies, Respekt. Schöner Bodykick von Wert. Die beiden fighten, als ob es keinen Morgen gibt, ne? Das ist wirklich so, als wird es keinen Morgen geben. Und guck mal, wie die noch dastehen. Die stehen, die glänzen immer noch. Luft voll. Keiner häschelt, keiner lässt irgendwie so schlapp nach. Beide immer noch 100% dabei. Also manche Männer sagen ja, Frauen haben in diesem Sport nichts zu suchen, aber das ist ja totaler Schwachsinn. Das ist ja ein auch. Totaler Schwachsinn. Das sehe ich genauso. Also die fighten, die kämpfen wirklich genauso wie die Männer, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Ich würde sogar wie manche Männer auf jeden Fall besser. Konditionell sehr auf der Höhe, also. Die sind genau richtig hier. Und natürlich kämpfen die auch richtig hier bei fight24.tv. Kann man das alles mitsehen, live von zu Hause, wird das gestreamt. Kommentator mit mir ist Tyron Schmidtbauer und ich bin Triton Agesol. Also wirklich mein Respekt an die Ladies. So, 20 Sekunden haben sie noch. Und die geben Vollgas. Die lachen sogar noch, die beiden. Das ist ja. Ja, beide haben noch ein Lächeln im Gesicht. Nimm das mit Humor. Sehr schöner Abtausch. Ende des Kampfes. Sehr schöner Kampf. Sehr, sehr gut gemeistert von beiden. Können stolz sein, die beiden. Und das bin ich auch. So, die Entscheidung liegt natürlich wieder bei den Ringrichtern. Was denkst du denn, wer vorne ist? Ich weiß, ich gönn's beiden natürlich. Ja, ich gönn's auch beiden. Ich gönn's echt wirklich beiden. Beide Frauen, super, super Kämpferin. Da begrüßen sie sich nochmal. Super. Umarmen sich nochmal. Sehr, sehr fairer Sport von beiden Frauen. Das offizielle Urteil. Siegerin mit 2:1 Punktrichterstimmen. Die Kämpferin aus der blauen Ecke, Lavea. Ganz, ganz schwer zu entscheiden. Von meiner Sicht aus wüsste ich nicht. Die haben sich echt beide tapfer geschlagen. Für mich sind beide Siegerinnen. Beide Siegerinnen, hast du gut gesagt. Das war, ich denke mal, ganz, ganz knappes Ergebnis.